Hallo Freunde des Deutschen Museums, ich bin Anemone. Gestern hat sich mein Bruder verletzt. Er hat dann einen Saft bekommen. Jetzt habe ich mich gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Deswegen bin ich hier im Deutschen Museum und habe mich mit einer Chemiestudentin verabredet. Hi Claire, weißt du was über Medikamente? Schmerzmittel zum Beispiel? Hi Anemone, ja, da weiß ich tatsächlich ein bisschen was. Du bist über mir genau richtig. Was genau interessiert dich denn bei dem Thema? Die Geschichte der Medikamentenherstellung ist wahnsinnig lang. Das heißt, wir können über ganz viele verschiedene Sachen reden. Die Menschen haben nämlich schon im Altertum angefangen, die Heilkraft von Pflanzen zu erforschen. Woher wussten die Menschen denn damals, welche Pflanzen Heilkräfte hatten? Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich haben sie einfach beobachtet. Also sie haben ausprobiert, haben die Pflanze gegessen, haben geschaut, hilft die jetzt gegen die Krankheit oder hilft sie nicht. Sie haben bestimmt auch ihre Umwelt beobachtet. Manche Tiere benutzen ja auch Pflanzen als Medizin. Schimpansen zum Beispiel, die essen so haarige Blätter und damit können sie dann Parasiten aus ihrem Darm ausschleusen. Cool. Naja, und wenn man das dann so rausgefunden hat durch Beobachtung, dann haben sie es einfach so von Generation zu Generation weitererzählt, damit es nicht jeder neu rausfinden muss. Und sie haben aber auch es dann irgendwann aufgeschrieben. Also da haben wir drüben Bücher, die können wir uns mal anschauen. Also hier das Buch zum Beispiel, das ist aus dem Mittelalter. Das heißt, es ist schon 500 Jahre alt. Und obwohl es so alt ist, hast du hier schon so die Bilder von den Pflanzen und dann steht dabei, was ist das für eine Pflanze und wozu ist die gut. Das ist aber gar nicht das Älteste, was man kennt. Also die ältesten Aufzeichnungen, die man gefunden hat, sind tatsächlich schon 3000 Jahre alt und schon über Heilpflanzen. Aber woher wussten die denn, wo die Pflanzen wachsen? Weil die sind ja nicht einfach so vor dem Haus. Das stimmt, manche von den Pflanzen sind ja sogar ziemlich selten. Ja, dann sind die halt in die Natur rausgegangen früher und mussten die erstmal suchen. Und dann haben sie gepflückt, wenn sie gefunden haben. Aber das ist halt alles ein bisschen Glückssache. Weißt du, ob jetzt die Pflanze da wo überhaupt, wo du wohnst, in der Gegend wächst. Oder ob das die richtige Jahreszeit ist. Ob du sie findest, wenn du sie jetzt dringend brauchst. Und das ist ja ziemlich blöd. Ja, deswegen haben sie dann auch angefangen, sie gezielt anzubauen. Also zum Beispiel in Klostergärten, also wieder im Mittelalter, haben sie dann angefangen, die gezielt anzubauen, dass sie halt immer da haben, wenn sie sie brauchen. Du redest die ganze Zeit von Pflanzen. Wenn ich Medikamente nehme, esse ich doch gleichzeitig keine Pflanzen, oder? Naja, also du beißt ja jetzt nicht so direkt in eine Pflanze rein, das stimmt schon. Was man manchmal aber macht, ist, dass man eben in der Pflanze einen Wirkstoff hat, also den Teil der Heilpflanze, der was in deinem Körper bewirkt. Und den löst du aus der Pflanze raus, zum Beispiel mit Flüssigkeit. Wie Tee? Ja, genau, wie Tee. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also wenn du jetzt erkältet bist und du trinkst einen Salbeitee, also dass dein Hals dem besser geht, dann hast du den Salbei und du gießt ihn mit heißem Wasser auf. Und die wirksamen Stoffe aus dem Salbei sind dann in dem Wasser drin und können dann in deinem Hals wirken. Okay. Das heißt, in dem Fall ist Wasser das Lösungsmittel. So nennt man das mit Fachbegriff, die Flüssigkeit. Und was man sonst noch benutzen kann, ist zum Beispiel Alkohol. Das ist je nachdem, was man für eine Pflanze hat, was es für ein Stoff ist. Der ganze Vorgang, der nennt sich Extraktion. Das ist jetzt vielleicht nicht so das gängigste Wort, aber ich sage dir das deshalb, weil du hier hinten eine Extraktionsanlage hast, und zwar für Johanniskraut. Die kann man eben verwenden, um die Wirkstoffe aus dem Johanniskraut rauszuziehen, und die kann man dann nehmen als Medikament, wenn man sehr niedergeschlagen ist oder wenn man sehr unruhig ist. Also in diesem Tank werden Wasser, also Flüssigkeit und Johanniskraut, so lange gerührt, bis sich wichtige Stoffe gelöst haben, oder? Ja, ganz genau. Du hast hier unten, siehst du dieses Metallteil, das dreht sich und das rührt das Ganze so richtig durch. Dann wird es auch noch ein bisschen warm gemacht normalerweise. Und dann löst sich eben das alles in dieser Flüssigkeit. So, aber wenn du jetzt Johanniskraut nimmst, dann ist es gar nicht unbedingt eine Flüssigkeit, sondern häufig hast du Medikamente ja auch als Tabletten oder als Pulver oder als Zäpfchen oder so. Hast du eine Idee, wie du jetzt von der Flüssigkeit zu einem festen Stoff kommst? Man kann
die Flüssigkeit doch einfach verdunsten lassen. Genau. Du hast hier unten hast du so Kolben und du siehst links hast du noch die ganze Flüssigkeit und dann wird immer mehr Wasser verdunstet, es wird immer fester und rechts hast du wirklich das Pulver und das kannst du dann auch so zu so Tabletten pressen und dann kann man das so einnehmen. Werden Medikamente heute immer noch so hergestellt? Das klingt ein bisschen wie Hexenküche, finde ich. Das ist dann nicht so praktisch, gerade wenn du ja viel Medikamente herstellen musst. Und deswegen werden Medikamente, also zumindest die meisten Medikamente, heutzutage anders hergestellt. Am besten, wir gehen in die Pharmazieausstellung rein, die die heutige Pharmazie behandelt. Und dann können wir uns das auch mal anschauen. Okay. Du hattest ja auch nach Schmerzmitteln gefragt. Da haben wir auch einen speziellen Bereich hier in der Pharmazieabteilung zu dem Thema. Den können wir uns auch mal anschauen. Das ist eine Nervenzelle, oder? Ja, genau, das ist eine Nervenzelle. Fällt dir doch was auf, was jetzt hier an der Darstellung anders ist als an der Nervenzelle, die du letztes Mal drüben gesehen hattest? Das sind Kabel. Ja, das sind Kabel und das ist auch gar nicht falsch, das so darzustellen. Im Prinzip könntest du eine Nervenzelle sehen wie so ein Stromkabel. Denn innerhalb der Zelle funktioniert die Weiterleitung des Reizes eben elektrisch, wie bei einem Stromkabel. Also sind wir so verkabelt? Also durch den ganzen Körper? Durch den ganzen Körper. Wie so ein Roboter. Und dadurch, dass es eben quasi so Kabel sind, die elektrisch funktionieren, geht es auch so wahnsinnig schnell. Wir können das auch mal ausprobieren. Also wir haben hier ein Experiment da. Du kannst da hinten auf diese handförmige Fläche deine Hand drauflegen. Und dann schaust du, wie lange dauert es von dem Zeitpunkt an, wo der Stift, der aus der Wand kommt, deine Hand berührt, bis du das spürst, also bis das an deinem Gehirn angekommen ist. Dauert das eine Minute, dauert das eine Sekunde oder ist es sofort da? Sofort. Sofort. Und das kommt dir ja eigentlich normal vor, oder? Auch wenn du jetzt, keine Ahnung, deinen großen Zeh dir anstößt, dann ist das ja sofort da. Dann weißt du sofort, du hast dir jetzt gerade deinen Zeh gestoßen. Ja. Dabei muss doch das Signal von deinem großen Zeh bis hier oben transportiert werden, über einen Meter. Und das geht sofort innerhalb von Sekundenbruchteilen. Kommt das normal vor, weil es immer so ist? Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich ziemlich krass. Das ist ja cool, aber wenn man Schmerz spürt, das ist ja dann nicht mehr so schön. Warum muss man Schmerz denn überhaupt spüren? Ja, du hast recht, Schmerzen sind natürlich unangenehm, aber für unseren Körper sind Schmerzen super wichtig. Denn die zeigen dir an, dass an irgendeiner Stelle deines Körpers dein Gewebe verletzt ist. Und dass du da was machen musst. Also vielleicht musst du das schützen oder vielleicht musst du dich verarzten. Und das ist im Prinzip so eine Art Frühwarnsystem deines Körpers, das dir sagt, ah, guck mal, da ist was kaputt, da musst du eingreifen. Also schützt mich Schmerz davor oder sagt mir, dass ich auf meinen Körper aufpassen muss. Genau. Einfach. Genau, stell dir vor, du fasst jetzt an einen heißen Topf, der auf der Herdplatte steht. Dann würde ja deine Haut verbrennen, das heißt, sie geht kaputt. Und wenn du jetzt keinen Schmerz spüren würdest, dann wüsstest du ja nicht, dass du deine Haut da wegziehen musst, weil du wüsstest ja nicht, dass da gerade was kaputt geht. Aber dadurch, dass du die Schmerzen spürst, ziehst du natürlich sofort deine Hand weg und schützt sie somit, dass die Verbrennung nicht noch größer wird. Und dadurch, dass die Schmerzweiterleitung auch so schnell ist, haben wir ja gerade ausprobiert, kannst du sie eben super schnell wegziehen. Das ist ja auch sehr unangenehm, hast du ja gesagt. Ja. Aber dadurch brennt es sich auch irgendwie besser in dein Gehirn ein, weißt du? Dann kannst du dir besser merken, aha, bei heißen Töpfen, Achtung, lieber nicht dran lang. Also eigentlich praktisch die Schmerzen, aber auch irgendwie nervig. Also als gestern mein Bruder sich verletzt hat und den Saft eingenommen hat, wie hat der Saft dann geholfen? Um das zu verstehen, schauen wir uns vielleicht erstmal an, was dein Körper normalerweise macht, wenn man jetzt verletzt ist, ja? Okay. Wenn du eine Verletzung hast oder eine Entzündung an deinem Körper, dann produziert dein Körper an dieser Stelle, wo die Verletzung ist, bestimmte Substanzen. Das sind die sogenannten Prostaglandine. Und diese Prostaglandine, die sorgen dann dafür, dass die Enden deiner Nervenzellen, also das, wo das Signal losgeht,
mit den Schmerzen zu deinem Gehirn, dass die empfindlicher werden. Dazu werden dann also mehr Schmerzreize weitergeleitet und es kommen eben mehr an deinem Gehirn an und es tut stärker weh. Also das Frühwarnsystem sagt, Vorsicht, da ist was kaputt, pass auf dich auf. Ganz genau. Das heißt, dein Körper sorgt dafür, dass, wenn du eine Verletzung hast, du noch stärker spürst, dass du eingreifen musst. Wenn es jetzt aber zu starke Schmerzen sind, dann hast du ja schon gesagt, kann man Schmerzmittel nehmen. Dann gibt es verschiedene. Jetzt hier zum Beispiel in der Ausstellung ist gezeigt Acetylsalicylsäure, kurz ASS. Und dieses ASS, das greift dann auch an der Stelle ein, wo deine Verletzung ist und sorgt dafür, dass dein Körper diese Prostaglandine eben nicht produziert. Das heißt, deine Nervenenden sind weniger empfindlich und es tut einfach weniger weh, weil weniger Schmerzreize ans Gehirn weitergeleitet werden. Kommt ASS auch aus der Natur? Ursprünglich ja. Weißt du, was eine Weide ist? Ja. Ein Baum. Ein Baum, genau. Aus der Rinde von diesen Weidenbäumen, da kannst du draus so ein Mittel gewinnen. Das haben schon die Kelten und Germanen früher gemacht. Und das hilft auch gegen Fieber und gegen Schmerzen. Und da ist eben auch dieses ASS drin. Wie viele Weidenbäume, also wie viel Flüssigkeit von einem Weidenbaum steckt denn in so einer Packung Schmerzmittel? Ja, heutzutage gar keine. Es ist uns nämlich jetzt vor über 100 Jahren schon Chemikern gelungen, dieses ASS künstlich herzustellen, also rein im Labor. Das nennt man dann eine synthetische Herstellung, also im Gegensatz zu der natürlichen Herstellung im Baum. Und das ist eigentlich super praktisch, denn dann kannst du es viel reiner herstellen, das Mittel, als wenn du es aus dem Baum ziehen würdest. Du kannst es in größeren Mengen produzieren. Es geht schneller. Du kannst es irgendwie mit anderen Mitteln vermischen und das Medikament verbessern. Und das Ganze kannst du dann in so großen Fabriken produzieren, wie das eben heute gemacht wird, ganz ohne, dass man dafür extra Weidenbäume anbauen müsste. Cool. Heutzutage können wir aber sogar noch mehr machen. Das heißt, wir können den Wirkstoff nehmen und im Labor verändern, damit er besser wirkt oder damit er weniger Nebenwirkungen hat. Und wenn wir verstanden haben, wie der jetzt in deinem Körper was bewirkt, können wir manchmal auch wirklich ganz neue Alternativen entwickeln, die in der Natur gar nicht vorkommen, sondern die nur aus dem Labor kommen und die dann einfach bessere Medikamente sind. Also war das jetzt mit meinem Bruder auch so? Also, dass da auch ASS drin war? ASS ist normalerweise ein Mittel, das vor allem Erwachsene nehmen. Das ist dann so in Tablettenform, also Aspirin, das kennst du vielleicht. Ja. Und dein Bruder hatte ja wahrscheinlich ein Schmerzmittel eher für Kinder. Und da ist dann normalerweise sowas wie Ibuprofen drin. Das ist ein anderer Wirkstoff, aber der macht in dem Körper von deinem Bruder genau dasselbe. Das heißt, da wurden weniger Prostaglandine produziert, dadurch waren seine Nervenzellen weniger empfindlich und dadurch hat es nicht mehr wehgetan. Ist voll cool. Ja, finde ich auch ziemlich cool. Wenn ihr Prostaglandine und ihre Hemmung auch cool findet, dann lasst uns gerne ein Like oder ein Abo da. Und seid beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei, wenn Anemone hier die Pharmazieabteilung entdeckt. Bis dahin, bleibt neugierig.